Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zilla 2. In der letzten Folge sind wir hier im, wie heißt dieser Ort eigentlich offiziell? Illusionäre Dunkelheit, ne? Ja. Da haben wir gegen Julius gekämpft und andere Viecher. Und ja, wir gehen weiter hier rein. Mal gucken, wie weit uns unser Weg führt. Und ich bin jetzt mal gewilligt, hier irgendwelche Dinge hier einzusetzen. Und zwar, weiß ich nicht. Ja. KP und TP plus so und so viel. Aber ich habe so das Gefühl, die werden wir brauchen. So, und ich bin wieder hier. Muss ich ja durch alle Türen oder was? Kann ich auch irgendwie... Oh, die ist eine Fackel. Ja, die Reihenfolge war doch nicht richtig. Ah. Mein Gott. Bist du denn für ein riesiges Viech? Kann ich jetzt wieder hier durch? Nee. Boah, Kampfverbündete unten noch. Leck mich, was hat denn? 100! Ey, die letzten waren noch so Level 100. Die haben jetzt locker mein Level eingeholt, ey. Oh, ja. Na, sonst geht's euch gut, ne? Zieh euch nix ab, danke. Geil. Warum zieh ich denn schon wieder nix ab, ey? Weißt du, muss ausgerechnet in diesen Pisser hier rein. Wieso ziehe ich nur einen ab? Vor allem der ist schon gleich als erster tot. Was zum Teufel? Wie ich ja solche Viecher liebe, die sich in den Boden vergraben können und die ganze Zeit so. Da kriegst du echt da Kotzen bei den Viechern, ey. Da kommt sich dann an. Dann gegen so eine Elite-Version von davon kämpfen, ey. So, jetzt geht aufs Maul. Ja. Ja. Zack. Da hat ein zweites von so die hier durch die Gegend laufen. Sehr gut. Wollte schon sagen, wenn er jetzt als eins abzieht. Fröhliche Weihnachten! Ich weiß gar nicht, warum ich mit ihm so rumlaufe, ey. Ich finde nur so geil, die Kombination. Es wird ein Running Gag. Ob ihr wollt oder nicht. Für mich jedenfalls. So, sehr gut. Wow, wir kriegen richtig gute Erfahrungspunkte. Navi Metall und alte Kralle. So, ich wollte schon sagen, kriegen wir eigentlich nur einen Gegenstand immer pro Gegner? Bei dem Gebiet hier? Dann kam mir das so vor. Aber nein. So, gehen wir mal erstmal die Truhe öffnen. Schmelzendes Quecksilber. Ich habe so das Gefühl, ich kann hier nicht mehr rein und raus. Ich habe so das Gefühl, einmal hier rein und alles vorbei. Weil ich doof fände. So, da ist eine Truhe. So, von dir kann ich mir vorstellen, dass ich ein Horn des Einhorns bekommen könnte. So ein Pferdeviech hier. Weil ich sollte euch mal von hinten angreifen, das wäre vielleicht auch gut. Schattendrache, Schattenalbtraum. Götterholz, verdammt. Saphirschall, verdammt. Ja, ich werde wahrscheinlich alles irgendwann mal brauchen, aber trotzdem. Boah. 90.000, was stand 900.000? Das wäre ein bisschen paranormal gewesen. So, zum Glück sind die gegen alle möglichen Krankheiten hier so anfällig. Da einige, die größten Gegner gehen irgendwie schneller kaputt als die kleinen, kann das sein? Wo ist dies? Wie viele Erfahrungspunkte? Da war doch nix. Wo ich weiter. Wenigstens werden wir jetzt mal mächtiger. Also auch was. Ich weiß nicht, geh mal in das Schwarze hier. Wie so ein Land aus. Kann ich nicht rein. Warum nicht? Gehen wir hier rein.
Ich auch nicht. Okay. Cool. Dann gehen wir in das Rote. Da ist eine Kerze. Nur noch die richtige Reihenfolge, aber egal. Das ist so ein Türsymbol. Also eintreten. Zack. Ja, eine alte Glocke. Was kann ich überhaupt damit machen? Und schon wieder gleich hier. Okay. Was kann ich damit machen? Oh, Soldatens. Ich sollte ihn vielleicht nicht ignorieren. Wogegen darf ich mich kämpfen? Ich hätte beinahe gegen das Viech gekämpft. Warum gehe ich hier nach oben hin? Hier ist nichts. Außer so ein Viech. Gegen das möchte ich nicht kämpfen. Geht weg. So, dann weiß ich nicht. Ist da bei der Seite, wenn ich hier, ja, da hinten ist was. Dann gehen wir mal da weiter. Din, din, din. Aber ich muss sagen, das ist nicht so nervig hier, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal annähernd. So, eins. Wenn ich hier weitergehe, kommt dann das nächste da unten. Nö. Ich habe hier irgendwo gesehen, auf dem roten ist eins. Dann gehen wir hier lang. Zack, auf jeden so ein Ding nehme ich mal, ist eins. Also kein Thema. Weiß nicht, wie ich das letzte Mal hier so vermasseln konnte. Ich glaube, da bin ich die ganze Zeit nur hin und her gesprungen. So. Zack. Und wo ist der letzte? Entschuldigung. Ja. Ich weiß auch nicht. Sehe ich schon wieder nicht. Alter, warum sind die so schnell? Jetzt sehe ich schon wieder nicht mein letzter Teil. Ist das am Leuchten? Nee, ne? Dann gehen wir nach oben. Ich bin schon wieder blind, ey. Ich hätte wirklich so eine Garantie irgendwie, dass ich hier rein und raus gehen kann, wie ich will. Sonst würde ich hier noch nicht hier alles mögliche an Gegner bekämpfen. Auch wenn die Erfahrungspunkte hier richtig gut ist. Da leuchtet was. Oh, meine Güte. Dickes Ding, geh mir aus dem Weg. So, da muss ich da runterspringen, glaube ich. Sehr, und da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwo runter, ne? Zack. Und Bams. Boah. So, wo ist das? Da. Da komme ich wie hin? Weiß nicht. Ohne Laterne. Na, von da aus. Ne? Ja. Sehr schön. Da kommt wahrscheinlich schon direkt der nächste Boss, ne? Und weiß nicht, soll ich da irgendwie Gerichte einsetzen? Ich weiß ja nicht, wie viele noch kommen. Da kommen ja auch wieder so 10 Stück oder so. Alte Glocke, geil. Werde ich gebrauchen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, wer oder was kommt jetzt? Was ist das denn? Ist das Gaius? Ja, Gaius. Mein Güte, der hat eine Million AP. Hi, na? Nein! Zack, so. So, das Gefühl, mit der Form habe ich irgendwie noch nie was gerissen, oder? Der kann kontern, leck mich. Ja, eins. So, Gaius gegen Gaius, komm her. Bams. Weißt du, was hier kommt? Wie betäubt.
Boah, geil. Was zum Teufel? Alter! Das ist doch nicht normal! Boah! Und wieso sagen wir nicht, ich bin ganz tot hier und hab das alles umsonst gemacht. Alter, der Kampf ist nicht mal... Weil der macht uns alle auf einmal kaputt. Warte, was? Nein, wollte ich gar nicht. Ja, super. Ja, der wird dann Kack-Konter. Ey. Warum ziehe ich denn nur eins ab manchmal? Wie Killings mitnehmen? Ich hätte so gerne Dings eingesetzt. Ey. Kann ich auch flüchten? Blöde Frage. Natürlich kannst du das. Mal geh weg. Oh. Ey, ich glaube, Spinne. Ey, ich habe nicht mal eine Chance. Mal wieder. Guck ich mal an. Das ist doch nicht mehr witzig manchmal, ey. Ey, was zum... Tja. Ey, wie viel er abzieht! Der zieht mehr ab als ein paar Elite-Monster, ey. Ich bin doch wohl verarschen. Guck mal an, wie viel er noch hat. Also warte. Warte, ob das auch funktioniert. Hey, du bist manchmal im Leuchten, manchmal sehe ich dich, Gaius. Ich will hier raus, ey. Die Gegner gehen mir so auf die Mütze, ey. Meine vorhandene. Meine Güte. Au. Hilfe. Ja, hör dich nicht aus. Geh weg, der hat schon wieder seinen Konter, ey. Ja, der kann sich wahrscheinlich mit seinen Dingen zu heilen, ne? Fuck, er setzt genau gleich ein. Ja, super. So, komm mal her. Bams. Oh, wow. Ich liebe diesen Angriff, ey. Den habe ich so oft eingesetzt. Wie? Geh weg. Da vergiftet oder irgendwie so. Jawohl. Sehr gut. Bin ich gut nach, wenn was nach Plan läuft. Ich kann ein Gesicht und alles sowas sehen, ey. Du sollst ein Schatten sein, Mann. Der sich so schnell anzünden lässt, ne? Aber langsam kriegen wir den Kampf wieder in den Griff, habe ich so gefühlt. Wenn wir die ganze Zeit auf den Nuss bekommen, so wie jetzt. Hilfe! So, wann kannst du so geile Sachen, Gaius? Ja, und jetzt ist es ein Ding sein, jetzt sind wir tot. Geh weg, ja, und Gaius ist weg. Oder auch nicht. Ich will doch gar nicht mit Dingen sehen, warum? Was zum Teufel? Au, 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 au. Ja, oh, einfach so aus dem Himmel wieder geworfen, ne? Warte, wenn ich meine Dings gleich platt, ne? Dann bin ich sowas von tot. Das ist ja immer normal.
Wenn jetzt jeder Kampf so ablaufen wird, ne? Nicht Probleme. Kann doch nicht wahr sein. Ich tue es jetzt alles auf das Ding und schieben, ja, auf das nicht vorhandene Gericht, was ich nicht angenommen habe. Hat er sich jetzt geheilt? Nee. Nein, nein, nein! Hey! Ich tue mich gleich noch über eine verwandeln. Nee, das ist doch so was von Scheiße. Nee, die ganze Zeit warte ich hier, ne? Dann komme ich nicht dazu, irgendwas zu machen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, die Form dort irgendwie noch weniger an als die anderen. So, komm her. Okay, war nicht geplant, aber okay. Bams. So. Blizzard out of pink. Boah, voll aggro. So, komm her. Ich sowieso nichts. Wir heilen. Da ist bei mir ein Heilangriff. Oh nein, der wird ab. Okay, hat er nicht gespeichert. Geh weg. Will er kontern. Hilfe. Die Angriffe kann ich aber nicht. Lumpe. Hilfe. Wie beide einfach tot sind, ey. Oh, eins und geh weg da. Ja, genau damit. So geht er gleich weg, ey. Hoffentlich. Hör auf, da rumzuliegen, Mann. Warum ziehe ich wieder nur einen ab? Tue ich im unverbindeten Zustand eins abziehen? Ich glaube ja, ne? Super, geht weg. Verpiss er sich. Aua. Hilfe. Au. Ja. Das ging Gaius, ey. Damn it. Nein. Auf Spinne. Ah, wenn jetzt bei jedem Kampf so losgeht, ne? So, hier. Habe ich gesagt. Boah, was? Ich habe Power Mass regnen lassen. Okay, wegen Release, ne? Er gibt es da nicht, ey. Ich denke die ganze Zeit immer, ich bin viel stärker als mein Gegner und dann wieder der nächste Gegner und kommen wir voll einen rein. Hey, Power immer. Aua. Ich bin auch nicht unendlich Tränke des Lebens, ne? Oh Mann, jetzt mich auf den. Vor eins, ey. Ich glaube, alle, die mit Lutka verbunden sind. Sehr gut. Ma, jetzt der. So, hier, zack. Das bringt mir dann links auch nicht mehr. Zack. Das bringt halt auch nichts mehr. Geh weg. Da kann er abwehren, ist klar. Geh weg. Ich kann nur den Angriff während meiner Verwandlung aus irgendeinem Grund.
Weil er hat einen Konter wie Zauberschutz. Aber Spinne, ich bin nicht auf die Dings los. Au! Wir kommen auch gar nicht dazu, ihn irgendwie zu ketten oder irgendwie so was. Ne, wir kriegen nur aufs Maul. Ich will heraus, ganz ehrlich. Er ist so kacke hier. Ich krieg nur auf die Schnauze. Nur auf die Fraser. Und alle sind sie immer verwirrt, ey. Ihr habt sie dann immer alle. Oh ja. Yeah. Nicht mal verwirrt. Wo ist meine Weihnachtsmütze? Ich bin nicht verbunden, deswegen ziehe ich glaube ich nichts ab, ne? Oder mehr. Danke. Oh. Nice. Ah. Ey, jedes Mal verwirrt, ey. Das geht mir so auf die. Ach man. Wie lange ich über jeden Gegner brauche, ne? Ah. Wie stark muss ich denn hier für das Gebiet sein? Ganz ehrlich. Habe ich ja der Kampf hier so lange dauern soll. Oh man, lass mich da treffen. Wie der hier auf so eine Randale ist, ey. So, er ist vergiftet, sehr gut. Am besten wäre, wenn du brennen willst, aber nein. Ich kann wieder nicht zu viel verlangen, ne? Man macht doch die Dinge, ey. Du sollst nicht die Waffe wechseln, ey. So, komm her. Warum denn schon wieder nur eins? Ja, Dämonenzahn als Konter, ey. So, und zack. Das ist noch ein bisschen Schaden, wenn es geht. Was jetzt noch? Nein, Mann, du Sack! Nein. Du bist jetzt tot. Danke. Tschüss. Fröhliche Weihnachten. Der lebt ja immer noch. Das ist ja nur. Boah. Verzähl mich immer mit den 100er Stellen, kann das sein? So, wer du bekommst nur noch einen, danke. Nein, Mann! Deine ersten Stufe überlebe ich viel öfter, habe ich so das Gefühl. Geh weg, ist vergiftet, bitte. Jawohl. Ja, voll getroffen wird von Elise. Oh Mann, lass mich doch mal weg. Ey, der war immer noch im Dings. Das ist nicht so fassen. Ja toll, du hast halt voll weit entfernt eingesetzt. Ja gut. Ach man. Ey, das ist geil. Boah, Elise. Was? Warum sind alle tot? Er hat nicht bemerkt, dass alle tot sind auf einmal. Ja, das gibt's doch einfach nicht. We can't do this, ja. Wenn jetzt echt jeder Gegner so ist, dann sehe ich schwarz. Und wie soll ich denn dann trainieren? Ich kann als einziges nur im Kolosseum trainieren. Boah. Ich kann im Kolosseum als einziges trainieren, aber dauert lange, dauert ewig.
So, jetzt verreckt doch mal endlich. Das darf einfach nicht wahr sein, ey. Boah. Hier, das. Ist jetzt irgendein langen Angriff ein. Ja, genau den. Ah. Ach man. Solange ich kein Risiko eingehe, mache ich jetzt auch nicht. So, meine Güte, ey. What? Das war eine Menge Geld. Ungeschlagen, okay. Darf ich jetzt hier raus? Danke. Hm? Ich will raus. Ah, es wird so schwer hier. Was ist denn an, ey? Ich bin vielleicht tot wieder. Ja, diesmal hat es ein Ding sein, ja. Was habe ich bekommen? Standfestigkeit? Das ist richtig geil. Warte mal, das war ja gleich was jetzt auch Ludgard, ne? Komm mal her, wo bist du? Ja. Ja, das ist ja voll geil. Weiß ich nicht. Nee. Muss ich irgendwann jetzt rausnehmen, weil das brauche ich. Nehmen wir das hier wieder raus. Standfestigkeit, das ist ja richtig geil. Soll ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2, wo ich dann wahrscheinlich zum nächsten Boss gehe. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. Wir sind immer noch in der illusionären Dunkelheit. Haben gegen Schatten Gaius gekämpft und gewonnen, aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen. Jetzt gehen wir weiter rein. Zum Eingang zurück? Ja. Hey, geil. Was ist das? Milas Vermutung. Kann ich kurz zurück und speichern, ganz ehrlich. They all have something in common. Have you figured out what that is? That's right. They're all enemies that we've fought in the past. So what does that mean? They were created from our memories? Not so much our memories as our hearts. They seem to have been constructed out of the feelings of fear that we held towards them. A great spirit can do that? I may be the Lord of Spirits. But that doesn't mean I fully understand every spirit that exists. After all, does Gaius know the face of every one of his human subjects? Knowing Gaius, he actually might. That wouldn't surprise me either. Yeah. Forget I said anything. What I do know is that this power does not seem to be born of malice. Unease? Yes. Distress? Certainly. This great spirit may have a confused soul. But it's not an evil one. I guess we'll just have to keep moving forward to find out. So, kann ich mal kurz rausgehen? Danke. So, ist das Ding jetzt noch da? Ja, okay. Dann mache ich Folgendes. Ich werde jetzt ganz schnell speichern. Und beende den Part dann direkt und werde diesen höchstwahrscheinlich am letzten Part noch dranhängen, diese paar Minuten. Da klingt eine gute Idee, ne? Gehen wir hier mal ganz schnell übernachten und so, ne? Und speichern wir, weil ich habe was erreicht und das ist sehr gut. Deswegen, ja, speichere ich jetzt, weil ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock heute aufzunehmen. Ich wollte eigentlich nicht so viel aufnehmen. Kommt mir gerade recht, ich speichere jetzt hier. In dem Part hängt das ja an den letzten Part noch dran, also an den 152. Und sage erneut tschüss, bis zur nächsten Folge.